Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Shimiga mit Tensei Lucifer's Core. In diesem Part werden wir uns einem kleinen Artefakt widmen namens die Jenseitsglocke oder das Artefakt Jenseitsglocke, sagen wir es mal so. Ja, ich befinde mich hier in Kalpa Nummer 4 im Höllenlabyrinth. Dazu später mehr, denn ich muss hier nochmal rein. Um ins Höllenlabyrinth selber zu kommen, betretet ihr das Portal, was wir kennen. Entweder bei 2 Kakuzuchi oder 6. Im Labyrinth selber geht ihr zweimal nach Osten, dann den ganzen Weg nach Norden und kommt hier an den Ausgang zusammen mit dieser Seele, die einem von dem Jenseits, also von der Jenseitsglocke erzählt. Ja. Das war nochmal ein Hinweis. Er soll irgendwo in einem Friedhof auferstanden sein. Wir persönlich kennen einen Friedhof, auch wenn wir da nur ganz, ganz kurz drin waren. Nämlich der Friedhof vor der Friedhof vor Ikebukuro. Das wäre der Friedhof, der hier angesprochen wird. Und genau da müssen wir jetzt hin. Ich könnte jetzt einen Cut machen, aber da ich mich in diesem Part nur um das Artefakt kümmern möchte, werde ich euch einfach mal den Weg dahin zeigen und euch ein bisschen verlabern, denn wie ihr gesehen habt oder wie ihr mitbekommen habt, geht jetzt Lucifer's Core so langsam an dem Ende zu. Ach ja, ich hasse diese Strecke hier. Aua, ich hasse das. Ich hasse sie. Also Lucifer's Core geht jetzt langsam dem Ende zu. Ganz so arg viel kommt hier wirklich nicht mehr. Vor allen Dingen kommt jetzt natürlich noch der Turm von Kagutsuchi. Im Prinzip der Weg halt zu ihm, ne? Ist ja irgendwie klar, man muss ja auch irgendwo da, irgendwie da hinkommen. Oh mein Gott, ich bin dämlich. Ich hasse dieses Dinger. Ich mag nur Nummer 3. Da kann ich schon viel Geld verdienen. Hier nicht so viel. Ja. Ich darf jetzt sowieso gleich nochmal fliegen, das ist ja auch das Schöne. Ich bin ja jetzt nur hier hingekommen, damit ich kurz abkürzen kann. Muss ich nicht wieder rausgehen und so, bla bla. Also, es nähert sich dem Ende. Ich habe mal ein wenig geguckt, ob das mit meiner Party so weit geht. Oder ob ich trainieren muss und bin zu dem Schluss gekommen. Es funktioniert, interessanterweise. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich für sehr untertrainiert gehalten, muss ich sagen. Bin es de facto eigentlich auch. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Level, den ich momentan habe, funktioniert das ganz gut soweit. Es gibt natürlich noch hier ein, zwei Geheimnisse, wie eben diese Glocke, die wir uns jetzt besorgen. Denn wir wollen ja auch möglichst gut durchs Spiel kommen mit Geheimnissen. Oh, 64.000. Hey. Ja gut, hier kann man auch Geld verdienen. Ich gebe es ja zu, aber ich ich finde mich da ziemlich schlecht drin. Zumindest auf dieser Strecke. Na egal. Wir begeben uns jetzt also nach Ikebukuro. Denn in Ikebukuro gibt es diese Glocke. Im Englischen natürlich Afterlife Bell. Jenseits, Afterlife. Passt ja. Ist zumindest nicht ganz so abwegig. Finde ich zumindest. Also, wir hätten, ich sag mal, schlimmere Namen nehmen können und sie hätten auch das komplett, ja, verwurstellen können, wenn man so sagen will. Entschuldigung, wenn das jetzt laut war. So. Ihr erinnert euch jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier lang gehe, dass es da einen Friedhof gab. So ganz dunkel. Man kriegt es wirklich, muss ich ehrlich sagen, man kriegt es eigentlich gar nicht mit. Man spielt das Spiel, geht dann ran, da halt durch und denkt sich da nicht viel bei. Mal hier. Das ist der Tsuchigaya Friedhof. Da kann man her. Ja, da ist irgendwas gestorben.
Die meine Kinder drüben ist gestorben. Er starb in dem Moment, als er ein Mensch wurde. Weißt du, Menschen können in der Vortex World nicht leben. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Ja. Hier ist scheinbar ein Mannequin-Mensch gestorben. Hier ist ein Fleck, der die Form eines Menschen hat. Er hat etwas in der Hand. Willst du es nehmen? Ja. Du hast die Jenseitslocke erhalten. Ja, die Jenseitslocke ist jetzt wichtig für zwei Dämonen, die wir uns, wenn wir es wollen, erstellen können. Irgendeine Glocke, die verlorene Seelen leitet. Genau. Diese Glocke nehmen wir jetzt wieder mit. Zurück in Kalpa Nummer 4. Zurück ins, ins Höllenlabyrinth. Denn dort gibt es jetzt zwei Seelen, die im Prinzip darauf warten, dass wir sie leiten. Diese zwei Seelen wollen wir natürlich jetzt nicht warten lassen. Ach, ach, ach. Ja. Nein, ehrlich, wir holen die jetzt und so. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt gegen Türen rennen, aber abgesehen davon ist alles gut. Touching. Also, diese Kämpfe lasse ich jetzt einfach mal drin. Das ist jetzt sowieso nicht mehr das Nonplusultra an Problematik. Ist das nicht so? Von daher passt das alles. Ja, das ist allerdings weniger praktisch, sag ich mal. Das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn ich jetzt hier alle 3 Meter attackiert werde, aber gut. Ist auch besser so für dich, Fräulein. Meine Güte. Mal kurz einfach mal heilen. Kann nicht schaden. So. Wieder zurück ins Labyrinth von Amala. Denn da sind wir ja gerne drin gewesen. Genau. Hier sind wir soweit richtig. Labyrinth von Amala ist okay. Ich werde einfach mal, Estoma auf mich sprechen. Ich weiß, dass mein Level ziemlich gering ist momentan, muss ich ehrlich sagen. Ja, toll. Hätte ich warten sollen, egal. Also mein Level ist momentan wirklich gering. Deswegen könnte man wirklich denken, ja, jetzt wird's schwer, solltest du eigentlich mal leveln, aber so wie ich bin, funktioniert's. Wie gesagt, ich war da selber darüber überrascht. Es kann jetzt allerdings sein, das wird wahrscheinlich Fans ein bisschen stören, aber es kann sein, dass ich jetzt mal ein bisschen leveln muss und dann an den Tagen nicht unbedingt großartig dazu komme, noch was hochzuladen hiervon. Wenn dies der Fall sein sollte, tut es mir sehr leid, aber es ist sowieso das Nebenprojekt. Auch wenn ich das definitiv besser geupdatet hatte als mein Hauptprojekt. Aber naja, das ist dann sowas anderes. Das nicht so wichtig. So, jetzt einfach mal positionieren in der Mitte. Könnt ihr hinkommen? Nein. Schade. Da ist das Item dann futsch gegangen sofort mit einem Schlag. Das ist natürlich traurig. Ach mein Gott. Ach mein Gott. Ich habe da nur keine Lust mehr auszuweichen. Ich will da nur unten sein. Ah. So, die Schwebekugel erhalten. Dann gehen wir einfach wieder rein. Wir kennen die Prozedur ja. Und ich will ja nichts Böses sagen. Aber dieses Kreuz hier, das hat doch... Ganz ehrlich, das hat doch was von Hakenkreuz, oder nicht? Ich will ja wirklich nichts Böses, aber... Hä? Oder bin das nur ich? Dass mir das so irgendwie ins Auge sticht, irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich finde das ein bisschen seltsam. Nur seltsam, nicht schlimm, weil das ist das Glückszeichen in irgendeiner Kultur. Ich weiß nicht mehr welche, aber es ist das Glückszeichen, das ist völlig in Ordnung. Aber trotzdem, als ich das bemerkt habe, muss ich sagen, fand ich schon sehr seltsam. Ach ja, die Dinger negieren das ja.
Ist ja doof. Was so ein schwacher Matsu-Zauber nicht alles auslösen kann, ne? Tihil. Also ich zeige euch jetzt nochmal, wie man ins Labyrinth reinkommt. Denn ich denke mal, das ist von größerem Interesse, sagen wir es mal so, größerem Interesse. Denn wir wollen ja sehen, wie das geht. So, wir haben jetzt halb und wir müssen bei 6 rein. Na, 6 von 8. Ja, 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 6 von 8, so. Perfekt. Und so gelangen wir dann ins Labyrinth von Amala. Ja, Labyrinth von Amala, Quatsch, Höllenlabyrinth, meine Güte. So. Jetzt sollen wir, oder müssen wir, von dieser ersten Gabelung aus. Ja, ich kann keine Karte aufrufen. Erstmal den ganzen Weg nach Norden. Entschuldigt diese kurze Unterbrechung, aber das hat euch theoretisch diesen Kampf erspart, also passt das schon. Wie ich anmerken wollte, wir müssen jetzt von dieser ersten Gabelung den ganzen Weg nach Norden. Niemand kann aus diesem Gefängnis entkommen. Du kannst die Hoffnung gleich aufgeben. Sieh mich an, ich gehe nirgendwo hin. Ah. Steinpech oder so. So, nach Westen, genau. Das ist die Seele von Sakahagi. Jeden Tag hart arbeiten. So sollten die Leute ihr Leben verbringen. Ich habe meinen Beitrag für die Gesellschaft geleistet, indem ich genau das getan habe. Mein Unternehmen ist dadurch gewachsen und war am Ende hoch angesehen. Denkst du, dass mein Leben ein Erfolg war? Ja. Das war es, was jeder andere auch dachte. Die Leute beneideten mich um mein Vermögen bis zu diesem einen Tag. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich den Drang zu töten. So viel Wut. Alles wegen dieses Jungen. Ich sehne mich bis heute nach Rache. Natürlich hatte ich damals nicht den Mut, etwas zu unternehmen, denn ich hielt mich noch an die Regeln der Gesellschaft. Es ist so viel Zeit vergangen und immer noch brennt meine Seele vor Zorn. Ich hätte mich damals rächen sollen für das, was der Junge mir angetan hat. Ich fühle, dass deine Macht die gewöhnlicher Dämonen weit übersteigt. Wärst du gewillt, meine ruhelose Seele zur Lösung zu geleiten? Ja. Du hast die Jenseitsglocke geläutet. Ihr reiner Klang erfüllt die Luft. Ah, ich kann es sehen. Mein dunkles Herz, eine neue Form umhüllt es. Ich befinde mich an einem Ort, an dem viele Dämonen geboren werden. Also Sakahagi war mal ein Geschäftsmann. Aha. Die Seele ist verschwunden. So, das war Seele Nummer 1. Sakahagi, genau. Falls man sich jetzt fragt, ja, ich kann jetzt Sakahagi herstellen. Sozusagen. Jetzt darf ich nicht rückwärts gehen, das ist auch doof. Naja. Werde ich jetzt ein bisschen hier herumirren dürfen. Darf ich auch nicht lang. Spiel, was willst du von mir? Oder so. Ach, das bringt mich dann zurück. Das... Oder? Ja, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir... Das ist sogar noch einfacher gehalten für uns. Wir müssen jetzt von diesem Startpunkt aus den ganzen Weg nach Osten. Sollte eigentlich auch kein Problem so wirklich darstellen für uns, muss ich sagen. Sehr gut. Nochmal drauf. Gut. Noch ein Rundumschlag. Wir kennen die Prozedur, ja. Und dabei nutze ich Schwächen gar nicht mehr so extremst aus, wie ich theoretisch könnte. Mal abgesehen davon, dass ich wirklich, ja, ich sag mal, ich sollte mehr auf Zauber gehen momentan. So ein paar Dämonen herstellen, die vernünftige Zauber können, damit wir guten Schaden machen können und so weiter und so fort. Aber naja. Nein, da müssen wir nicht hin. Wir müssen den ganzen Weg nach Osten. Yay. Du siehst noch merkwürdig aus für einen recht merkwürdig aus für einen Dämon. Ich habe eine Frage an dich. Hältst du es für falsch, nach Herzenslust zu töten? Ja. Ach, was soll's, du hörst dich an wie ein Mensch.
Eigentlich können Menschen grausamer sein, als du denkst. Sogar grausamer als Dämonen. Ich habe während meines Lebens anderen immer nur Schmerz und Leid zugefügt. Ich hatte deswegen nie ein schlechtes Gewissen und ich bereue es auch nicht, so gelebt zu haben. Aber als ich dieses Mädchen traf, entglitten diese Worte meine Lippen. Jeder trägt Güte in seinem Herzen. Wieso zum Teufel habe ich das bloß gesagt? Vielleicht wollte ich wissen, wie Wärme und Güte sich anfühlen. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, dann als jemand, der von allen gemocht wird. Verflixt, was erzähle ich da? Wieso werde ich auf einmal so sentimental? Du bist wirklich ein merkwürdiger Dämon. Ich habe noch nie jemandem von diesen Gefühlen erzählt. Hey, könntest du meine Seele vielleicht aus diesem Ort geleiten? Ja. Das Jenseitsglocke geläutet. Ihr reiner Klang erfüllt die Luft. Es ist nun wohl an der Zeit, diesen Ort Lebewohl zu sagen. Der Teil meiner Seele, der mir fehlte, jenes Ich, das ich wirklich werden wollte. Er wird zusammen mit anderen Dämonen auf ein neues Leben warten. Die Seele ist verschwunden. Ja, das war Futomimi. Wie man gesehen hat, früher war er, ja, ein Mörder. Ein grauenvoller Mensch. Naja, du kannst gehen. Ich beende jetzt diesen Part hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir in den letzten Dungeon so langsamer gehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.